Ja, Hallihallöchen, hallo, willkommen zurück zu Two Point Hospital. Schauen wir doch mal, was die Karriere Karriere an betrifft. Hier Belohnungen einsammeln, siehst du mal, habe ich noch gar nicht gemacht. Hier war das also, hier kann man die Sachen einsammeln. Oh Gott. Und da kann man einiges einsammeln. Guck mal, hätte ich mal einsammeln sollen, aber... Ui. Super. Also vorne ein Karrierefenster. Das wusste ich nicht. So, und jetzt wollen wir auch mal weiter nach unserem Krankenhaus schauen. Wie es da so aussieht. Ah ja. Da läuft es ganz gut. Was ich mir überlegt hatte, ist, Klos haben wir ja genug und so. Aber vielleicht ist ein Behandlungszimmer zu viel und man könnte eher so eine normale Diagnose. Vielleicht. Holen oder ich weiß nicht. Oder soll ich hiervon noch eine bauen? Krankenpflegezimmer und Schlange, aber es sind keine verfügbaren Krankenpflegezimmer. Wo ist denn Krankenpflegezimmer? Ist das hier ein Krankenpflegezimmer? Allgemeine Diagnose. Toiletten, Arztpraxis, Pausenzimmer, Apotheke, okay. Leuchtungsdingsbums, Station. Krankenpflegezimmer, damit meint er wahrscheinlich das hier, oder? Wer schlankt denn hier? Wer steht denn? Die sitzt hier rum, oder? Nö. Ah ja. Gute Frage, ne? Weiß ich echt nicht, ob ich das... Jetzt haben wir hier diese beiden Entleuchtungsdingsbums. Da ist auch ein Arzt drin. Ja. Im Moment machen wir Verlust. Toll. Das ist ja nicht so gut. Beförderung, Gesundheitsinspektion. Okay. Der hat angekündigt, dass er wieder eine durchführt. Und hier befördern wir den Assistenzarzt zu einem Doktor. Das ist super. Und wir machen weiter Verluste. Das ist nicht so gut. Okay. Was sagt denn hier der? Dr. Speisekammer. Der Speisekammer. Und Yolanda Feucht. Gesundheitsinspektor Henry Jobsworth trifft im Krankenhaus ein. Oh. Oh, was ist denn das? Was hat der denn? Stürmt wütend raus. Was? Sehr hungrig, sehr durstig, sehr gelangweilt. Was? Okay, wir müssen dafür sorgen, dass hier mehr Action ist. Also müssen wir noch so Spaßobjekte kaufen. Ich guck mal, was haben wir denn noch nicht? Silberne Bank. Erhöht den Komfort. Warte mal, was war das? Löscht den Durst. Okay, das will ich haben. Mülltonne. Größerer Mülleimer, ja. Der ist okay. Klimaanlage. Oh, na, zu warm ist es noch nicht. Nein. Kleine Klimaanlage. Spielautomat. Wie viel haben wir denn noch? Wie viel? K415. Klimaanlage, ja, okay. Ja gut, die nehmen wir auch. Okay, pass auf. Energy Drinks. Wo setzen wir denn noch Energy Drinks hin? Hier vielleicht. Hier. War kein Platz mehr. Für Energiedrinks. Energiedrinks. Geht nicht. Mülltonne. Okay, große Mülltonne. Maintenance announcement. Plants need water. Wo ist denn meine Mülltonne hingekommen? Da. Hä?
I have discovered the heater had been jammed with sodium snacks. No wonder it ceased to function. I suspect this is the work of that unhygienic anarchist, Harrison Wolfe. Words will be had, I assure you. Im Moment kann ich irgendwie nichts hinsetzen. Ich weiß nicht, warum nicht. Befördern wir erstmal hier den Arzt zu einem Facharzt. Okay, Notfallapotheke. Der neueste Internettrend führte dazu, dass viele Leute im County Textmarker verspeisen. Was? Dadurch sind vermehrt Krankheiten aufgetreten, die in der Apotheke behandelt werden müssen. Eine Gruppe von Betroffenen hofft auf Behandlung. Sollten wir diese Patienten erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir sie aufnehmen? Ja. Ich habe ja 2 Apotheken, kein Problem. Ja. Der Gesundheitsfritze da schaut sich um. Ich weiß nicht, wieso ich da diesen blöden Mülleimer nicht platzieren kann. Muss ich jetzt nochmal versuchen, Mülltonne. Warum geht das nicht? Aber da geht's. Da geht's nicht. Muss ich dieses Pflänzchen. Jetzt geht's. Da muss noch Platz haben. Verstehe. Ich stelle jetzt einfach überall neue hin. So, und die alten, ich schmeiß mal raus. Verkaufen. Kaufen. Kaufen. So. Ja, schauen wir mal nach den Parametern. Attraktivität. Jo. Gut, Gesundheit. Jo. Patientenzufriedenheit. Ja. Personalzufriedenheit. Ja. Ja, ja, meistens gut. Temperatur. Alles gut. Durst. Oh, sagt er denn hier so ein Durst? Okay, warte mal. Kann ich da nicht so ein Getränke-Dingsbums? Wo ist denn der? Klimaanlage, Mülltonne, Wasser und Desinfektionsspender. Getränke, Getränke, wo ist der Dings? Rezepten stehen, die haben wir hier. Trinkbrunnen. Ja. Yeah. Eat some briny brittle. So, trink doch mal hier. The taste of the sea right in your mouth. 24 hours a day. This is 2 Point Radio. Warum trinken die nicht? Wir machen jetzt mal Pause. Durst. Please come out.
Boah, ist das bekloppt, aber wenn es was bringt. So. Energy Drinks. Ja, ich glaube, jetzt machen wir wieder Profit hier. Sondermeldung, Herausforderung, halb 5% Medizinparzen, 4 von 5 geheilt. Immerhin, Herausforderung. Oh, Befund der Begutachtung. Herr Jobsworth hat uns nach seinem kürzlichen Besuch einen Bericht geschickt. Wir haben fast 30 Seiten, also haben wir ihn nicht durchgelesen, aber hier ist das Fazit. Eines der besseren Gesundheitsinstitute des County hat das Potenzial, ein Liebling der Krankenhauskenner zu werden. Gute Arbeit. Aus der Feder einer der einflussreichsten Personen im Gesundheitswesen des County bedeutet das eine Menge. Herausforderungen beeindrucken den VIP mit einem tollen Krankenhausbelohnung und so weiter. Jo, ich glaube, das hat geklappt. Was sind da hier? Ziele? Habe ich gerade keine. Ich weiß nicht, ob ich mich an die nächste Aufgabe wagen soll. Was hat der hier? Gieß Pflanze. Was? Was hast du, Jung? Victor Grumi kann den gewünschten Zielort nicht erreichen. Hä? Welche Pflanze denn? Welche? Die hier? Die hier? Oder was? Vielleicht ging das auch schneller, wenn das mehr an der Tür ist. Quatschen wir das mal gleich hier hin. So. Gucken wir mal. Da geht's schneller rein, hinsetzen, bla bla bla. Der nächste bitte. So. Ja, irgendwann müssen wir uns an das nächste Ding wagen. Was ist denn hier? Also hier weitermachen. Dann machen wir einfach mal jetzt weiter. Zweites Krankenhausgründung. Na, Ladebildschirm, mal kurz trinken. Personalqualifikationen. Willkommen in Lower Bullocks. Dieses reizende kleine Dorf hat ein riesiges Problem. Ein bedeutender Anteil der Bevölkerung hält sich für Rockstars. Oh. Dafür gibt es nur ein Heilmittel, die Psychiatrie. Oh ja, schön. Nur Ärzte mit Psychiatrieausbildung werden in der Lage sein, Patienten im Psychiatriezimmer zu diagnostizieren und zu behandeln. Wir haben einen solchen Arzt gefunden, aber du solltest weiterhin nach Bewerbern Ausschau halten. Die Qualifikation in der Psychiatrie und anderen nützlichen Bereichen mitbringen. Oh Gott. Okay. Sucht nach Arbeit. Okay, gucken wir mal einstellen. Ärzte, was kann der denn? Was kann der denn? Patientenbetreuung. Gucken wir mal hier. Lustig, unhygienisch. Seine Lieblingsgeschmack ist gelb. Ah ja, schön. Behandlung verbessert die Behandlungskompetenz, erhöht die Zufriedenheit von Patienten. Okay, der ist ganz gut. Was haben wir hier? Zufriedenheit, verbessert die Behandlungskompetenz und so weiter. Diagnostik, ja. Allgemeinmediziner. Ja, braucht man nicht, ne? Alle halten sich für Rockstars. Das ist schön. Sieht übrigens nett aus hier, ne? Muss man sagen. Da, Getränkeautomat, vielleicht noch ein Snackautomat daneben. Ja, einfach daneben. Denn so ein Snack zwischendurch macht doch happy. Hier ist überhaupt kein Patient, ne? Wollte ich nur mal sagen. Da ist so ein Rockstar. Ach du lieber Gott. Wie heißt der? Den Weg zur Aufnahme. Steht in der Warteschlange. Roy Grotz. Schön. Ah ja. So. Ach, wir haben kein Pausenzimmer, ne? Muss ich direkt. Wir haben kein Klo. Pausenzimmer brauchen wir. Oh, hier hin.
Und natürlich brauchen wir auch ein Klo, Toiletten. Ja, Toiletten brauchen wir auch natürlich. Können wir hier in die Ecke bauen. Oder? Ja, ne? Die Musik ist schön. You're listening to Harrison Wolf on 2-Point Radio. You're listening to 2-Point Radio with your resident weirdo, Harrison Wolf. Stay tuned for some great music. You never know, we might get lucky. Warning, this is a general warning. So, Klos haben wir auch. Apotheke haben wir keine. Apotheke, schnell. Ba-ba-ba-bau. Apotheke. Dann brauchen wir auch einen Mitarbeiter für die Apotheke, einen Krankenpfleger. Den müssen wir jetzt nehmen. Den schmeißen wir rein. Schwupps. Was haben die alle hier? Haben wir jetzt hier eine Warteschlange? Nee. Was haben die alle? Dauer. Was haben die denn? Nachricht öffnen. Psychiatrie benötigt. Psychiatrie, wir brauchen eine Psychiatriehilfe. Psychiatrie. Okay, wir brauchen eine Psychiatrie hier. Ärzte. Neue Technologie. Wir wurden von Bungle Technologies kontaktiert. Dieses Unternehmen betreibt verschiedene Forschungskrankenhäuser im ganzen Land. Sie haben uns ein interessantes Angebot gemacht. Ihnen wurde erst kürzlich Ihre psychiatrische Lizenz entzogen wegen eines Vorfalls mit es ist wohl besser, nicht ins Detail zu gehen. Sie beabsichtigen, Ihre Psychiatriepatienten bei uns zu uns zu schicken und würden uns im Gegenzug den Kauf einiger Ihrer neuen Technologie ermöglichen. Okay, nehmen wir doch. Lass uns das Krankenhaus weiter ausbauen, während wir uns um die Psychiatriepatienten. Oh Gott, oh Gott. Also wir brauchen diesen Typen hier. Glaube ich. Oder? Ärzte. Whoever stare into empty space and just ponder the mysteries of the universe. Like,
How many planets out there support life? And what's another word for thesaurus? Ich weiß gar nicht, kann ich den jetzt nicht? Ach, da ist schon einer drin. Dann nehmen wir den hier rein, zack. So. Dann macht der da weiter. Was haben die? Der? Station benötigt. Oh, Station. Gut, gut. Station brauche ich auch, natürlich. Ja, ist ja gut. Aber ganz gut. Apotheke haben wir. Wir werden einen Hausmeister. Oh, Hausmeister einstellen. Hausmeister. Wir müssen so einen Saugehausmeister haben. Hier so einen. War schon einen. Na gut, da haben wir jetzt noch einen. Apotheke haben wir. Station haben wir. Allgemeine Diagnose brauche ich noch. Räume. Zimmer. Allgemeine Diagnose. Das müssen wir auch noch haben. Die bauen wir einfach hier an, würde ich sagen. Also, allgemeine Diagnose. Oder wo bauen wir die? Wo bauen wir die an? Hier? Hier. Dr. Patient Confidentiality is not practiced in this hospital. Psychiater. Ärzte. Health and Safety Inspector Henry Jobsworth was seen checking into the Shore Thing Hotel in Grockle Bay yesterday. He was then seen running out and screaming this morning. Das ist erschrecklich. Ach du lieber Gott, eine Riesenwarteschlange. Objekte. Good patients try to behave like human beings. That means you. Go to the pharmacy. Teddy Rockolo. Ja. Ach so. So. Macht er nicht total auf Pause hier, der Typ? Objekte, wo sind die Pflänzchen? Wo sind meine Pflanzen hier? Es ist noch nicht grün und da auch nicht. Wo sind meine Pflänzchen hin? So.
muss noch ein bisschen mehr arbeiten, der Typ hier. Posterleuchtung. Schauen wir doch mal. Oh ja, sind jetzt... Er freut sich an den Blümchen. Sehr schön. Hier, der Raum muss auch schöner werden irgendwie. Sonst können die sich nicht erholen. Habe ich gelernt. Deswegen müsst ihr jetzt hier voll die Pflanze rein. Zack. Das folgende Gerät kann durch ein Upgrade leistungsfähiger werden. Easy Scan. Wenn du das Gerät wählst und so weiter. Easy Scan. Wo ist das denn? Easy Scan. Ich glaube hier das. Upgrade. Ding. Okay. Upgrade fast fertig. Okay. Broschürenständer. Dubi dubi. Brauchen wir hier auch einen. Was hat der? Topfschmerzen? Der Topfschmerzen. Schön. Topfschmerzen. Psychiater. Hier brauchen sie einen Psychiater. Ich brauche Psychiater. Upgraden zum Medikamentenmixer. Oh, neue Technologie. Toll, das Maschinenupgrade wurde installiert. Achte darauf, dass überall genug Feuerlöscher bereitstehen, damit unsere Wertvollmaschinen nichts passiert. Feuerlöscher habe ich hier überall drin. Da auch, da nicht. Oh, da nicht. Topferei freigeschaltet. Oh, wir brauchen eine Topferei. Auf jeden Fall. Zimmer. Topferei. Sehr schön. Wie groß muss sie denn sein, die Topferei? Is it just me or are the pointy mountains getting less pointy? We should raise some money and get them sharpened. I mean, who wants to live in the shadow of blunt mountains? Feuerlöscher, Desinfektionsspender, Trinkbrunnen für den Arzt hier in die Ecke. Leuchtungsposter, finde ich immer gut. Ups. So, da müssen wir noch einen Arzt haben. Nein, nicht abbrechen, einfach so fertig. Ja. Schwupps. Immer kein Doktor. Benötigter Arzt, okay. Der muss jetzt irgendwie umtopfen können. Umtopfen, einstellen. Arzt. Langsam und so weiter. Hier, die ist teuer. Nehmen wir den einfach mal. Klassenklon, Horte bestellt. Okay. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kommen die Topfleute. Die brauchen natürlich hier am Eingang erstmal eine schöne Sitzbank. So, hinsetzen. Snackautomat. Erstmal was futtern. Vielleicht hier an der anderen Seite. Steht genau vor dem Fenster. Natürlich ein bisschen doof, aber... Plätzchen. Doctor needed in GP's office. So. Okay. Entleuchtungsklinik. Auch das noch. Noch eine Entleuchtungsklinik jetzt. Soll ich die denn noch hinbauen? Vielleicht hier so hin. Warte mal. Ich muss das Türchen hier irgendwie ändern. Wir so. Und da
Machen wir das auch so. Okay, und den verrücken wir einfach mal. So, und jetzt kann ich hier auch eine Entleuchtungs... Quatschzimmer, Entleuchtungs... Dingsbums, hier. So. Archibald Kurven. Charmant, hygienisch, liebt die Natur so sehr, dass er sie glatt haben würde. Okay, du kannst hier arbeiten, Junge. Du heißt Erika, Junge. Oh nein, hier ist einer gestorben. Oh nein. Er ist des Todes, oder sie. Oh nein, Mädchen. Oh nein. Oh, Orks. Okay, das war's. Ja, das hab ich wohl nicht gut hinbekommen. Ups. There's nothing like a burp. And now, burp soda comes in three new flavors. Burp soda. Wir können unser Krankenhaus um neue Gebäude erweitern, indem wir Grundstücke in nächster Nähe erwerben. Sieh dich auf dem Krankengelände um und halte deine Maus über Grundstücke um die Größe und so weiter und so weiter. Okay. Und WC-Warzen. Okay. Das kann man irgendwie kaufen. Aha. Und wo kann man denn hier? Ach, da. Ach so, könnte man erweitern. Oder das hier. Ein Stück 2, ups, hier das. 75. Ui, gekauft. Allgemein hier aus. Das müssen wir mal eben gucken. Attraktivität. Jo. Gesundheit. Jo. Patientenzufriedenheit. Jo. Personalzufriedenheit. Auch nicht so schlecht. Temperatur. Auch schön. Durst. Auch okay. Hunger. Hunger. Oh, hier gibt's Hunger. Hier müssen wir so ein Snack-Ding hinstellen. Snacky-Snack. So, Snacky Snacker. Hier vielleicht auch noch ein Salz-Snacks. Die Gesunden aus dem Spender. Plants need water. Okay. Was haben wir hier? Hunger. Personalenergie. Ja, super. Hygiene, auch schön. Toilette. Schon gewusst, verdiene Kudos für unseren. Okay. Langeweile. Jo. Das ist alles gut. Und schauen wir noch mal weiter. Krankenpfleger. Oh, wir haben keinen Krankenpfleger. Oh nein. Patienten einstellen, einstellen. Krankenpfleger. Oh, wer ist denn hier gut? Hier, den müssen wir nehmen. Zack, und einstellen. So, wir machen Gewinn. Auf jeden Fall. Ja. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sally Fick Blankets. Neuester Nachrichtenüberblick. Aus dem County wurde gerade veröffentlicht. Aber meine lieben Freunde, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Ich habe nämlich schon wieder viel zu lange aufgenommen. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Two Point Hospital.